Ja, hallo Leute und willkommen zurück hier zu einer neuen Folge aus meiner RPG Map. Ja, wir gucken mal, wir wollten ja irgendwie noch ein bisschen von den Eisenerz hier einschmelzen. Das werde ich gleich mal machen, bevor ich es wieder vergesse. Und wir werden auch noch etwas von den Fleischbraten. Zunächst gucken wir mal, habe ich jetzt schon wieder keine Fackeln mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, dann gucken wir mal, wie wir das hier bewerkstelligen. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein bisschen Material für Fackeln. Können wir gleich von da oben nehmen. Denn wenn schon, denn schon, nehme ich auch alles mit. Ja, das bauen wir hier mal schnell ab. Da bauen wir unsere nächsten Fackeln raus. Würde ich jetzt mal sagen. Das ist doch wieder ganz schön viel hier. Das, also mit der Kohle, wundert mich immer sehr. Habe ich jetzt schon was Inventar? Ja, habe ich schon etwas. Ein paar Stöcker. Aus den Stöckern machen wir ein paar Fackeln. Und die brauchen wir erstmal nicht, die alten Tintensäcke. Machen wir hier erstmal ein Licht hin. Jetzt ist da noch ein bisschen was runtergefallen. Gut, das hebe ich gleich wieder auf. Ich kümmere mich jetzt hier erstmal um diese Kohle. Die ist mir gerade irgendwie wichtiger. Und dann schauen wir da unten weiter. Ja, nächstes Rüstungsteil haben wir auf jeden Fall auch gesichert. Das werde ich auch gleich herstellen. Dann halten wir schon mal wesentlich ein klein wenig mehr aus. Wenn es auch nicht viel ist, aber immerhin. Besser wie nichts. Gut, und ich sehe, ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen, denn es ist sehr dunkel. Ich sehe auf jeden Fall, hier geht es noch ziemlich weit hinunter. Und hier ist auch eine riesengroße Schlucht, ja. Ach je, yeah. Und da hinten jede Menge Lava. Und da ist noch etwas Eisen. Das werde ich natürlich direkt mitnehmen. Ich hoffe, mich schießt hier jetzt nicht irgendwie. Ja gut, darüber können wir uns noch mal eine Brücke bauen, dass wir darüber kommen. Gut. Weiß ich schon mal, hier ist auf jeden Fall eine größere Höhle. Ach ja, und noch etwas zu sagen. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass ich nicht mehr automatisch springe. Für diejenigen, die es nicht wissen, hier in der 1.10 ist es so, dass wenn man updatet, dass es automatisch halt irgendwie eingestellt ist unter den Optionen. Und zwar war das irgendwo hier unter Steuerung, genau. Wenn man hier unter Steuerung geht, dann kann man hier automatisch Springen wieder ausschalten. Und dann gibt es auch Touchscreen, falls man das Ganze irgendwie auf dem, glaube ich, auf dem iPad oder sowas spielt. Da kann man dann das auch hier ein- und ausstellen und die Mausumkehr und noch andere Einstellungen. Also für diejenigen, aber ich denke, das wird allen geläufig sein und das wird jeder wissen. Nur ich nicht, weil ich es wieder übersehen habe. Na, nun gut. Ich habe es ja jetzt mittlerweile auch irgendwie rausbekommen und bin da auch ganz froh drüber, denn das war wirklich sehr, sehr nervig, wenn er die ganze Zeit von alleine springt. Ich meine, gut, manchmal in einigen Situationen ist es ja ganz sinnvoll, aber in anderen Situationen, nein, da möchte ich das nicht unbedingt haben. Das ist dann schon sehr lastig. So, wir haben denn hier 6 und nochmal 9 dazu. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge. Können wir mal gucken hier, was können wir uns immer herstellen. Ah, das reicht immer noch nicht, aber das reicht auf jeden Fall erstmal schon für ein paar Schuhe. Die werden wir auf jeden Fall schon mal anziehen. Dann brauchen wir hierfür 6, 7, ich glaube 8. Ich glaube 8 brauchen wir für die Brust. Und 5 brauchen wir für. Ja, brauchen wir für den Helm. Gut, gucken wir mal, wie wir hier rauskommen. Ansonsten vielleicht nur noch ein bisschen weiter runter in die Höhle oder hier oben noch mal gucken. Ich wollte jetzt noch nicht zu weit in die Höhlen hinein. Ich wollte eigentlich jetzt, wie gesagt, erstmal so eine schöne Eisenrüstung und dann zurück erstmal zu meinem Haus, also zu meinem Haus, was hier in der Adventure Map mir gehört. Aber wir werden natürlich auch noch ein eigenes Haus bauen. Aber da möchte ich erstmal hin zurück und dann möchte ich so klein wenig ein bisschen der Main Quest nachgehen.
ist ja jetzt auch irgendwie mal, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit hier nur uns in der Höhle befinden. Das wäre ja auch langweilig. So ein bisschen hin und her, dann vielleicht mal ein bisschen der Main Quest nachgehen, ein bisschen in Nilfen hier und da mal gucken, was man machen kann. Und ja, dann wird sich das, denke ich mal, schon irgendwie so weiterentwickeln. Wenn wir genug Eisen haben, gefunden haben, finde ich, könnte man dann auch gucken, dass wir Werkzeug. Entweder ist es, ich glaube, es ist wichtiger, wenn ich es erstmal repariere. Ich weiß nicht, oder ob ich es. Das ist eine gute Frage. Repariere ich es oder baue ich dann einfach was Neues? Ich weiß jetzt nicht, was sparsamer ist. Obwohl reparieren ohne Amboss ist natürlich auch schwierig. Dann würde ich sagen, na gut, diese drei Eisen für eine neue Spitzaxt ist ja wohl jetzt nicht gerade unbedingt so tragisch. Könnte man, denke ich, machen. Und hier haben wir auch schon wieder Eisen, das ist schön. Wir können gleich noch mal ein paar Fackeln herstellen. Werden schon wieder weniger. Kann man eigentlich. Na, jetzt. Ich habe immer die schlechte Angewohnheit, meine Sachen wegzuschmeißen. Leuchten wir hier nochmal die Höhle aus. Oh, hier oben geht's. Hier oben geht's auch noch weiter. Hier haben wir auch noch jede Menge Eisen, sehe ich gerade. Gut, ich denke, Eisen haben wir hier jetzt schon mal richtig gefunden. Reicht, denke ich mal, bestimmt für eine ganze Rüstung und nochmal für ein bisschen Werkzeug. Nochmal ein bisschen Licht. Genau, fürs Werkzeug wird es, denke ich mal, voll und ganz reichen. Auf jeden Fall. Was haben wir denn noch nicht? Wir bräuchten dann vielleicht noch ein Schwert, haben wir schon. Puh, eine Axt vielleicht, die man nicht so oft braucht. Ja, obwohl, eine Axt braucht man auch sehr oft. Was man nicht so oft braucht, wäre dann, denke ich mal, die Hacke. Außer wir werden uns einen Garten anlegen. Da werde ich mal schauen. Wäre natürlich auch noch eine Idee, wenn ich dann mein zweites eigenes Haus hier in dieser baue, was auch etwas anders sein wird. Ich möchte diesmal irgendwie nichts Schönes bauen oder so. Es soll einfach mal ein ganz stinknormales Haus werden. Irgendwie, ja, so einfach mal drauf loszubauen, ohne irgendeine Planung, sage ich jetzt mal so. Also es muss nicht unbedingt schön werden, aber es soll auch nicht unbedingt ganz so hässlich werden. Aber naja, wir werden mal sehen, was es wird. Jetzt habe ich hier irgendwas übersehen. Wie viel haben wir noch? Wir haben schon wieder 13 Eisen. Hier war auch noch was. Nehmen wir jetzt kurz die Kohle noch mit. Dann gehen wir erstmal zurück. Ja. Und dann gehen wir zurück zum Ofen. Und können wahrscheinlich schon mal unser nächsten Rüstungsgegenstand hier abholen oder eher gesagt craften. Abholen ist etwas übertrieben. Und vielleicht sogar schon bald wieder eine neue Spitzaxt oder Steinspitz. Wie heißen die Dinger? Eisenspitzhacke. So, Spitzhacke. Oh, Entschuldigung. Das war mein Fehler. Da wollte ich gerade in den Windows-Modus wechseln. Aber ich denke, das Programm hat hier weiter aufgenommen in Minecraft. Wenn nicht, muss ich das nachher mal etwas wegschneiden. Da bin ich irgendwie aus Versehen in den Windows-Modus gewechselt. Naja, gut. Das macht gar nichts. Wir gucken jetzt mal zurück. Und wir sind auch schon gut im Level aufgestiegen. Naja, das ist schon nicht schlecht. Immer schön viel Kohle finden. Kohle ist immer wichtig. Ist für alles wichtig. So, das raus. Das hier rein. Jetzt können wir uns aber die Brust herstellen. Und dann fehlt auch nicht mehr viel. Da fehlen noch zwei für den Helm. Und dann haben wir es auch schon. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Würde ich sagen, wir gehen nochmal zurück. Bis dahin kann das andere Eisen noch ein bisschen. Nee, ich habe noch was vergessen. Wir müssen noch eine Eisenspitzhacke zurechtbasteln hier. Dafür waren noch die drei Eisen, genau. Aber so schön wie es ist, haben wir natürlich wieder kein Holz mehr.
Das heißt, wohl oder übel. Und es ist natürlich auch wieder Nacht, in der Hoffnung, dass mich wieder ein Zombie oder sowas überrascht, wenn ich jetzt hier hinaufgehe. Hole ich schon mal gleich mein Schwert raus, dass ich auch bereit bin. Denn ich habe ja meistens das Glück, in der letzten Folge bin ich ja nun mal schon gestorben. Und ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Gut, was nehmen wir denn mal? Wollen wir mal einen kleinen Baum hier mitnehmen. Auf die Schnelle. Und mir fällt auch irgendwie auf, ich verhungere nicht mehr so schnell. In der letzten Folge bin ich so schnell, oder verhungere ich nur so schnell, wenn ich irgendwie in den Angriff wechsle. Das kann natürlich auch sein, dass es so ist. Und dann sollte ich mir vielleicht doch demnächst auch nochmal eine schöne Axt zulegen. Dann braucht man das Ganze hier nicht mit der Hand abschlagen. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir wieder unten in der Höhle sind. Da haben wir genug Eisen. Da werde ich mir auf jeden Fall eine Axt zulegen aus Eisen. Und dann wird sowas wie das hier erst einmal nicht mehr passieren. Gut, das kann natürlich jetzt noch passieren. Ist ja ganz klar. Wir sind noch relativ am Anfang. Und da muss das halt auch mal so sein. Man kann nicht immer alles haben, was man will. Da muss man auch mal mit paar Abstrichen rechnen. Gut. Wieder irgendwie. Wow. Wo ist er? Na, komm mal her hier. Nicht mein Freund. Der hat mich wieder von hinten überrascht. Der Kleine. Ja. So sind sie, die Zombies. So sind sie. Gucken wir mal. Dass wir erstmal das Holz verarbeiten. Hep. Dann hier ein paar. Sollen wir nochmal ganz teilen? Stöcker brauchen wir immer. Workbench haben wir ja hier schon. Einmal so. So haben wir das schon mal. Und gut, Fackeln haben wir noch einige. Komm, die packen wir auch wieder zusammen. Fackeln brauchen wir jetzt nicht. Das hier ist auch fertig. Und genau. Die Knochen können wir hier mit rein tun. Dann könnten wir jetzt theoretischerweise hier nochmal das Hammelfleisch braten. Und danach noch das rohe Hühnchen. Und ich überlege gerade, ob ich mir jetzt zum Vorrat nochmal bisschen Eisen mitnehme. Ja, würde ich schon sagen, ne? Eine Axt. Auf jeden Fall nochmal für eine Axt zum Herstellen. Wäre natürlich sehr sinnvoll. Ja, ein bisschen so auf Reserve. Falls was ist, dann brauchen wir beim nächsten Mal nicht wieder in die Höhle erstmal. Dann haben wir ein bisschen Reserve. Dann wird das jetzt nochmal hier. Diese Folge noch mal ein bisschen Höhlentour und nächste Folge dann was anderes. Ja, Jungs, hä? Diesmal bin ich aber am weiteren Hebel, meine Freunde. So könnt ihr es nicht machen, immer mit mir hier. Pilze haben wir hier auch. Nehmen wir mit. Noch ein paar Schalen herstellen. Ah, okay, da fehlen uns irgendwie die Fliegenpilze. Ich meine, man braucht für die Pilzsuppe auch noch Fliegenpilze. Das klappt dann natürlich nicht so ganz für die Pilzsuppe. Aber wer hat, der hat. Also nehmen wir die Pilze auf jeden Fall mit. Da sage ich auf keinen Fall nein. Und da ist wieder einer. Naja. Oh, noch jede Menge Pilze. Aber ich meine doch, ich hätte hier noch mehr Eisen gesehen. Habe ich das irgendwie übersehen? Auf jeden Fall noch. Eieieiei. So viel Kohle hier. Ach, da oben ist das Eisen versteckt. Genau, ich habe es schon wieder übersehen. Da oben hat es sich versteckt. Warum hängt das so weit oben? Das frage ich mich nun. Eine sehr, sehr gute Frage. Bauen wir uns da mal hoch.
Gut. Also hier geht es noch in viele Richtungen. Hier kann man noch wirklich richtig viel erkunden. Wir müssen sowieso später dann noch oft in Höhlen und alles. Wir müssen ja so viel erkunden und machen und tun. Ja, so, erste Eisenrüstung ist, denke ich mal, gesichert, wenn wir den Helm noch herstellen. Das machen wir dann gleich am Ende, würde ich sagen. Da ist noch ein bisschen Eisen, nehme ich jetzt auch noch mal mit. Und dann haben wir ein bisschen auf Reserve. Erstmal. Und wenn wir nichts mehr haben, kommen wir einfach wieder. Denn hier ist noch so viel, da können wir noch überall hier hin. Wow, das ist so eine riesengroße Höhle. Also, da geht es noch weit, weit hinaus. Hier kommen, hier ist auch noch ein bisschen Eisen. Das nehmen wir jetzt auch noch mit. So. Ja, das ist wieder ganz schön verzwickt hier. So, das haben wir. Eisen gesichert. Finde ich sehr gut. Liegt auch noch was rum. Gut. Schauen wir mal, dass wir wieder zu unserer Workbench da vorne hinkommen. Und bauen uns hier nochmal schnell den Helm zusammen. Und eine Axt bauen wir uns auch noch. Dass ich es nicht vergesse und in der nächsten Folge vielleicht auch etwas Holz farmen kann. Oder mal schauen, was meine nächsten Pläne sind. Weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich weiß nur, dass dieser Zombie mich nicht töten wird. Und dass immer, wenn ich gerade am Verhungern bin, dass auch schön die Leben sich nicht reggen. Das ist natürlich immer, das passen die natürlich immer richtig gut ab. Da habe ich natürlich immer sehr viel Unglück im Glück. Wir haben dies, wir haben das. Aber ich habe auch gemerkt, ich verliere nicht mehr allzu viel. Also es geht mittlerweile. Ich würde sagen, wir könnten diese Höhle quasi verlassen. Und gehen erstmal mal wieder hinauf zum Unterschlupf, den ich da noch gebaut habe. Erst einmal. Oh, Vorsicht, Creeper im Anmarsch. Ja, da will er aber nicht so ganz. Ja. Oder kommt das, dass ich immer zu schnell laufe, dass ich irgendwie so viel an Ausdauer, also an der Hunger, was das ist, verliere? Das ist ja was. Da verliere ich schon ganz schön schnell. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall nochmal viel Nahrung sichern. Nahrung ist sehr wichtig. Sind nicht verhungert. Haben wir hier noch was? Ah, wir haben hier sogar noch was drin. Das ist sehr schön. Können wir auch gleich wieder was reintun. Hier. Und hier, das packen wir alles voll. Eisenvorrat. Haben wir hier auf jeden Fall jede Menge. Das ist auch sehr gut. Knochen, dies, das. 64er Stack. Da muss ich dann auch gucken, wie man was irgendwie sortiert zu was. Da muss ich dann auch nochmal genauer gucken. Geld weiß ich jetzt auch noch nicht. Das will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Das nehme ich mit. Die Pilze. Können wir Pilzsuppe machen. Lasse ich jetzt auch erstmal hier. Das verrottete Fleisch, das können wir verkaufen dann. Das hätte ich hier gerne noch in meiner Schnellliste mit drinne. Und war das jetzt gebraten? Ja, das war auch gebraten. Da haben wir ja erstmal wieder was. Gut, da würde ich sagen, werde ich hier erst einmal wieder Schluss machen. Und dann werden wir in der nächsten Folge weiterschauen, dass wir noch ein bisschen Nahrung suchen und vielleicht ja, schon mal Richtung Main Quest gucken und uns ein bisschen Nilfen angucken, was wir da so machen können. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ja, macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.